Hallo und herzlich willkommen zu einer zweiteiligen Serie. Ein paar Kommentare zu Herrn Bhaktis neuem Buch bzw. zum Video der Plattform Respekt, aufgezeichnet gemeinsam mit Herrn Haric und Herrn Sönnigsen zum Thema Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe, speziell der mRNA-Impfstoffe. Im Video wird erklärt, welche Daten bezüglich der Sicherheit während der Entwicklung erhoben werden, was Pharmakovigilanz bedeutet und welche Systeme es gibt, um die Sicherheit von Impfstoffen im Allgemeinen und die der Covid-19-Impfstoffe im Speziellen sicherzustellen. Es wird erklärt, dass es speziell für Covid-19-Impfstoffe nicht nur passive Meldesysteme gibt, wie von Herrn Haric gesagt, sondern auch aktive. Und es wird erklärt, warum die von Herrn Bhakti getätigten Äußerungen rund um die nicht erkannten Nebenwirkungen, wie zum Beispiel den Verlust von Kindern während einer Schwangerschaft, Blutungen, Schlaganfällen etc. schlichtweg falsch sind. Vorneweg, ich bin im Falle von SARS-CoV-2, Covid-19 gegen eine Impfpflicht. Ich kommentiere nicht die getroffenen Maßnahmen, ich kommentiere die wissenschaftlichen Grundlagen. Wie Sie diese Erkenntnisse einordnen, sei ganz Ihnen überlassen. Ich möchte Ihnen kein Buch verkaufen, bitte Sie nicht um Spenden und werde auch sonst in keinster Weise für dieses oder andere Videos finanziert. Aber ich bitte Sie, dass Sie sich für dieses Video ein paar Minuten Zeit nehmen. Es gibt nichts ohne Nebenwirkungen, auch kein Arzneimittel. Für die Zulassung ist stets das Nutzen-zu-Risiko-Verhältnis ausschlaggebend. Meine Intention in diesem Video ist, Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, dass alles Menschenmögliche gemacht wird, um das Risiko so gering als möglich zu halten, während man den Nutzen der Impfstoffe so früh als möglich abgreift. Am Beginn kurz als Überblick, wie sieht die Entwicklung eines Arzneimittels aus und in welchen Phasen der Entwicklung werden Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit gewonnen? Sicherheit und Wirksamkeit eines Arzneimittels beginnt bei der technischen Entwicklung des Produkts. Man versucht, das Produkt auf Basis der Erfahrung mit ähnlichen Arzneimitteln zu designen. Man spricht hier von Quality by Design. Das ist nichts Spezielles für Arzneimittel, sondern dieses Konzept wird auch bei der Entwicklung von zum Beispiel Autos oder Flugzeugen eingesetzt. Die Technologie der mRNA-Impfstoffe ist zwar für den humanen Einsatz neu, aber wissenschaftlich beschäftigt man sich schon seit ca. 30 Jahren mit dem Thema und im Tiermodell wurde bereits ein gutes Dutzend solcher auf mRNA-Basis aufbauenden Arzneimittel inklusive den SARS-CoV-2-Impfstoffen auf Herz und Nieren getestet, aber mehr dazu später. Die klinischen Tests werden Phase 1, Phase 2 und Phase 3 genannt, wobei die Anzahl der Probanden zunimmt und damit auch die Robustheit der Erkenntnisse. Für die beiden mRNA-Impfstoffe wurden jeweils ca. 40.000 Probanden in den großen Phase 3 bzw. kombinierten Phase 2-3 Studien eingesetzt, um die Wirksamkeit und Sicherheit zu ermitteln. Ja, diese Studien wurden auf einen längeren Zeitraum angesetzt, aber die Daten waren so eindeutig, dass man beschlossen hat, die Impfstoffe mittels Notfallzulassung für den Einsatz am Menschen zuzulassen. Das bedeutet allerdings nicht, dass damit die Erhebung der Wirksamkeit und Sicherheit abgeschlossen ist. Ganz im Gegenteil. Eine Reihe von zusätzlichen Studien laufen, um zum Beispiel die Wirksamkeit weiterhin beobachten zu können. Monitoring-Systeme, bereits etablierte und neu geschaffene, sind im Einsatz, um eventuelle Sicherheitsprobleme frühzeitig detektieren zu können, die zum Beispiel aufgrund ihrer Seltenheit in den klinischen Studien nicht aufgefallen sind. All diese Systeme sind für den Zeitraum nach einer Zulassung etabliert, um ein Medikament quasi im Auge zu behalten. Sie werden unter dem Begriff der Pharmakovigilanz zusammengefasst. Einige dieser Systeme werden im Folgenden vorgestellt und die erhobenen Daten diskutiert. Für die Kontrolle der Arzneimittel in der Europäischen Union ist die EMA zuständig. Regulatorien sehen vor, dass Hersteller wie zum Beispiel Comirnaty, der mRNA-Impfstoff von Pfizer, gemeinsam mit der EMA laufend Daten zur Sicherheit ermitteln. Dies ist ein passives System. Das heißt, wenn ein Arzt, der eine Impfung verabreicht, eine Nebenwirkung feststellt, dann muss er diese melden. Wenn ein Patient eine Nebenwirkung feststellt, dann kann er diese melden. Solche Berichte werden regelmäßig von der EMA bzw. vom Paul-Ehrlich-Institut, der deutschen Behörde, publiziert und diese sind selbstverständlich frei zugänglich. Zu den erhobenen Daten später mehr. In den USA sind eine Vielzahl von etablierten Sicherheitssystemen im Einsatz. Ein solches Beispiel ist das Vaccine Adverse Event Reporting System, ähnlich dem passiven Meldesystem, welches bei uns in Europa installiert ist. In den USA ist allerdings auch ein für SARS-CoV-2 neu etabliertes aktives System im Einsatz, das sogenannte V-Safe.
In diesem System wurden bisher mehrere Millionen Menschen nach einer Impfung aktiv nach Nebenwirkungen befragt. Zusätzlich sind Initiativen wie zum Beispiel die Vaccine Safety Data Link im Einsatz, um frühzeitig mittels statistischer Tools seltene Nebenwirkungen aufspüren zu können. Hier die Links zu den zwei vorgestellten Monitoring-Systemen. Diese Links finden Sie in der Videobeschreibung. Ebenso der Link zu einer Studie bezüglich der Sicherheitsmonitorings in den USA. Beschrieben wird, dass bei der Verabreichung von bis dahin fast 14 Millionen Dosen der mRNA-Impfstoffe 640 schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten sind. Das sind 0,005%. Davon 62 Fälle einer schwerwiegenden allergischen Reaktion und 113 Todesfälle, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Impfung standen. Das sind 0,0008%. Diese Pharmakovigilanzdaten haben natürlich auch den Einzug in die wissenschaftliche Literatur gefunden. Hier zwei aktuelle Artikel aus den Zeitschriften Nature und British Medical Journal. Leichte Nebenwirkungen sind bei den mRNA-Impfstoffen recht häufig, häufiger als zum Beispiel bei den Impfungen gegen die saisonale Influenza. Den prozentualen Anteil der Personen, die eine der genannten Nebenwirkungen berichtete, finden Sie rechts in der Grafik. Wie sieht es mit den schweren Nebenwirkungen aus? In der klinischen Studie wurde von schwerwiegenden allergischen Reaktionen als seltene Nebenwirkung berichtet. Die Häufigkeit auf Basis der Pharmakovigilanzdaten bei mittlerweile ca. 250 Millionen verabreichten Dosen wird mit 1 bis 10 Fälle pro 1 Million Impfungen beschrieben. Diese Häufigkeit wird auch für die seltenen Nebenwirkungen der Bell'schen Parese, einer meist temporären Gesichtslähmung, angegeben. Todesfälle, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Impfung stehen, wurden auch gemeldet. In den USA wurden, wie erwähnt, 113 Todesfälle bei ca. 14 Millionen verabreichten Dosen gemeldet. In den UK 107 Todesfälle bei 7,2 Millionen Dosen und in Deutschland 223 mögliche Todesfälle bei 4 Millionen Dosen. Der Unterschied mag in der Altersverteilung der Impflinge liegen. In Deutschland wurden 2,5 Millionen Dosen an ältere Menschen und Pflegeheimbewohner verabreicht, wobei fast alle der gemeldeten Todesfälle in dieser Gruppe auftraten. Für zum Beispiel einen Heimbewohner liegt somit das Risiko bei 0,009% möglicherweise an den Nebenwirkungen der Impfung zu versterben. Statistisch gesehen kam es trotz der zeitlich konzentrierten Impfaktion in dieser Altersgruppe zu keiner Erhöhung der Todesfälle. Ganz im Gegensatz zu den signifikant erhöhten Todesfällen im Dezember, bedingt durch SARS-CoV-2-Ausbrüche. Zusammenfassend, eine 80-jährige Person hat statistisch gesehen ein ca. 2-5%iges Risiko, an einer SARS-CoV-2-Infektion zu sterben, während das Risiko in kurzem zeitlichen Abstand nach einer Covid-19-Impfung zu sterben bei ca. 0,01% liegt. Aber selbstverständlich stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, alte, schwerkranke Menschen in ihren letzten Atemzügen überhaupt zu impfen. Eine Impfung bietet ja deshalb einen Schutz, weil durch die Impfung erregerspezifische Antikörper gebildet werden. Im Fall der SARS-CoV-2-Impfstoffe gegen das Spike-Protein an der Oberfläche des Virus. Diese Antikörper umhüllen dann bei einer tatsächlichen Infektion die SARS-CoV-2-Viren und verhindern so, dass die Viren in menschliche Zellen eindringen können. Man spricht daher von neutralisierenden Antikörpern. Eine mögliche, viel diskutierte schwere Nebenwirkung einer Impfung könnte prinzipiell die Bildung von sogenannten infektionsverstärkenden Antikörpern, auf Englisch Antibody-Dependent Enhancement, ADE, sein. In diesem Fall bieten die durch die Impfung erzeugten Antikörper keinen Schutz, sondern verstärken die Infektion bzw. die Entzündungsprozesse in der Lunge und können somit die Erkrankung wesentlich verschlimmern. Literatur, in der dieser mögliche Prozess für SARS-CoV-2 beschrieben wird, ist links dargestellt. Aufgrund der Möglichkeit des ADE wurde während der präklinischen und klinischen Studien ein besonderes Augenmerk auf diese Nebenwirkung gelegt. Und es gibt bei keiner der großen Studien mit insgesamt über 100.000 Probanden in den Impfarmen Hinweise auf diesen Prozess. Auch in den Daten von bisher über 250 Millionen verabreichten Dosen inmitten der Pandemiegebiete gibt es keinen Hinweis auf ADE.
Gibt es Anzeichen auf sonstige, bisher unbekannte Nebenwirkungen, wie von Herrn Bakti geschildert, wie etwa Blutungen oder Schlaganfällen durch Entzündungsprozesse in den Gefäßen? Neben den bisher erwähnten Pharmakovigilanzsystemen in den USA gibt es noch die Vaccine Safety Data Link. In den USA ist die Gesundheitsversorgung Privatsache. 9 große Anbieter von Gesundheitsleistungen mit über 12 Millionen Patienten berichten tagtäglich ihre Befunde anonymisiert in diese Datenbank. Dieses System bietet die Möglichkeit, quasi live mitzuverfolgen, ob sich die Häufigkeit einer Diagnose ändert, zum Beispiel nach Beginn einer großen Impfkampagne. Wie hier rechts dargestellt, wurden in diesen Zentren über 800.000 Dosen der mRNA-Impfstoffe bereits verabreicht. Oben links sehen Sie den Vergleich der gestellten Diagnosen zwischen der nicht geimpften Kontrollgruppe und der Impfgruppe innerhalb des gleichen Zeitraums. Es zeigt sich eine Anomalie. Die Zahl der schweren allergischen Reaktionen ist in der Impfgruppe höher als in der Kontrollgruppe. Diese Nebenwirkung ist bereits bekannt und die Inzidenz liegt ungefähr bei zwischen 2 bis 10 Fällen pro 1 Million Dosen. Ansonsten gibt es keine statistische Auffälligkeit. Und insbesondere die Zahl der Blutungen und Thrombosen, die zu Schlaganfällen oder Lungeninfarkten führen, sind nicht erhöht. Interessant die transverse Myelitis, eine Rückenmarksentzündung, welche im Zuge der klinischen Studie im Verdacht stand, eine Nebenwirkung zu sein, zeigt auch keine Auffälligkeit. Diese Art der Analyse kann auch zeitlich aufeinanderfolgend gemacht werden, wie hier rechts oben dargestellt. Wieder findet sich kein statistisches Signal, welches auf ein Sicherheitsproblem der Impfstoffe zurückschließen lassen würde. Wer mehr über diese Art der Pharmakovigilanz lesen möchte, dem ist der Artikel unten ans Herz gelegt. In Teil 2 der Videoreihe werden wir über die Sicherheit und die Wirksamkeit der mRNA-basierenden Impfstoffe für schwangere Frauen sprechen. Wir werden eventuell später auftretende Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die Narkolepsie nach H1N1-Impfungen diskutieren. Und wir werden etwas über die Geschichte der mRNA-basierenden Impfstoffe, die bereits in den 1990er Jahren begann, sprechen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag.